Meine Schwester ist fast Vegetarierin und ich schenke ihr einfach gern Bücher. In Obertauern liegen wir auf 1600, 1700 Metern. Da nehme ich an, ist es mit dem Problem nicht so ein Schnee. Guten Morgen, Österreich! Ja, wir wollten hier gerade sozusagen eine ganz normale Live-Schaltung machen. Ich wollte hier ins Studio kommen, um zu schalten. Bin hier reingekommen und sah auf einmal, als die ganzen Kameraleute hier mit Prügeln dastanden. Und ich habe mich gewundert, was... Tee. Ich weiß, ich schaue nicht so aus. Ich danke der Regie und Ross für diesen Charme. Vielleicht melden Sie sich auch. Vielleicht melden Sie auch in Salzburg. Wir wissen es noch nicht, aber Sie melden sich zumindest einmal. Sind Sie jetzt wach? Jetzt seid ihr wach. Luxemburg ist ja vor Österreich, nämlich schon vor einigen Monaten, hinausgegangen und hat gesagt, auch wir wollen den Steuerbetrug. Und ich bin froh, dass wir uns da jetzt nicht so lange Zeit gelassen haben, sondern gesagt haben, wir wissen, Steuerbetrug ist mehr als nur Datenaustausch, aber da machen wir aus ganzem Herzen und vor allem aus Überzeugung mit. Was haben Sie eigentlich als Spitzenkandidat der SPÖ in den letzten 3 Monaten gebracht? Gebracht oder gelernt? Na, gebracht. Was haben Sie der SPÖ gebracht? Dass Sie viel gelernt haben, das glaube ich. Also, ich habe der SPÖ gebracht oder bemühen und sich wirklich anstrengen. Okay, das war jetzt die Antwort auf die nicht gestellte Frage, was Sie gelernt haben. Aber die Frage war, was haben Sie der SPÖ gebracht? Ja, kennen sich anscheinend noch immer nicht aus, wie das Europaparlament funktioniert. Abgeliefert Stellen Sie mir werden, bitte diese Zahl vor. Das ist aus einer Statistik, die ich habe. Und da können Sie jetzt auf Plus, Minus, ich weiß nicht. Da habe ich eine Frage, die vielleicht ein bisschen schwieriger ist. In welchem zentralen Punkt unterscheiden Sie sich von den Grünen? Und das müssen die Grünen beurteilen. Also inhaltlich sind Sie bei den Grünen. Wie unterscheiden denn Sie sich ganz zentral inhaltlich von den Neos? Moment, inhaltlich. Ja. Okay. Aber heißt das, dass alle Sozialdemokraten ihn wählen müssen? Das weiß ich nicht, das frage ich Sie ja. Das heißt es nicht. Okay, das heißt, sprechen Sie jetzt nur für sich oder sprechen Sie dann auch für die SPÖ-Delegation? Nein, ich spreche nicht für die SPÖ-Delegation. Wir wissen am 26. oder am 25. nicht, wer Kommissionspräsident wird oder zumindest nicht sofort. Ich dachte, man weiß es. Ich dachte, am 26. weiß man es. Naja, am 26. weiß man, wenn alle Wahlergebnisse, das kann sich möglicherweise bis, also am 26. wird man es wissen, aber am 25. wird man es vielleicht noch nicht wissen. Naja, es ist schwer zu sagen, es hängt auch davon ab, wie sich die ukrainische Währung entwickeln wird. Wie wird der Wechselkurs ausschauen? Also bislang hat die ukrainische Hryvnia ca. 15% an Wert verloren. Ja? Und das ist noch nicht so tragisch. Also diese 15% kann die Wirtschaft noch locker verkraften. Und ich glaube, das würde der Wirtschaft sogar zugutekommen, weil eben dadurch die Exporte angekurbelt werden. Das heißt, wir reden jetzt nur über diese 20% oder knapp über 20% des BIP, was wirklich auf den Staat was auf die staatliche Verschuldung kommt. So, bum, 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 bum. Hallo. Ich gehe davon aus, dass die erste Phase der Gerichtsverfahren 4 bis 5 Jahre dauern wird und die zweite Phase vermutlich noch einmal so lang dauern wird. Einen so süßen Schnauzer, den nimmt man gerne in Kauf. Am Ende von Kärnten heute bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Vielen herzlichen Dank, Adi. Danke, dass du bei uns warst. Ein Gosinger Original. Und wir kommen jetzt zum Falco. Sagt der Falco was? Nein. Jetzt? Ja. Das Wichtigste ist, nicht bald reagieren. Ah, das war schnell. Das ist auf der Hand heiß geworden. The drums, Fernando. On a starry night like this. Gut. Wenn die Kleidung dann brennt, am besten nicht weit weglaufen, denn dann kommen Ihnen die, die löschen wollen, nicht nach. Und es wird dann sehr schnell sehr warm. Wenn niemand in der Nähe ist zum Löschen, können Sie sich... Wenn niemand in der Nähe ist, am besten auf den Boden werfen. Ah, du bist nicht lichtscheu. Nein, ich bin die Dunkelheit gewohnt, das ist was Neues. Die Dunkelheit bist du gewohnt, weil du in Kellern normalerweise deine Musik produzierst? Du kommst aus Hirschstetten. Hirschstetten ist es eine toughe Area eigentlich? Ja, es ist eine harte Gegend. Ja. Und hast du eine harte Jugend dort verlebt? Ja, unglaublich hart. Ja. Ein Wunder, dass ich noch lebe.
Wirklich? Drogenvergangenheit? Ja. Oder Drogen... Gegenwart? Ja.